Also hier ist mit das einfachste Abdrehen mit auf dem Markt. Eine Rückblende aus 2022? Nein. Excuse me, wir haben 2022. Also, wir haben hier die Kleinen da. Noch einmal nach letztes Jahr. Hat mir so gut gefallen. Wir haben uns beide auf der Mela unterhalten. Mit Sebastian. Da werden wir uns gleich nochmal drüber sprechen. Dein Name war doch Sebastian, ne? Oh Gott sei Dank, ich kann mir Namen immer so schlecht merken. So, darüber werden wir gleich sprechen. Noch mal eine Runde über die Kleinen. Luft müssen wir auch noch ablassen, ganz wichtig. Ich habe nämlich auf dem Hof eben gesagt, hast du Luft abgelassen? Nee, noch nicht. Machen wir jetzt hier. Der kam gute 270 Kilometer gefahren für das Ganze hier, für das Video. Und auch noch ganz spannend, wir drillen heute Dinkel, Emma und Hartweizen-Durum für Mehl. Und dann werden wir uns das angucken. Wird ein paar Probleme geben, haben sie schon angekündigt, weil sie haben nicht das Dinkel-Equipment dabei. Aber wir gucken uns das an. So, aber bevor wir zu dem ganzen Thema kommen, machen wir hier einmal weiter. Wir sind hier mit der Scheibenecke unterwegs. Svenny ist unterwegs und die sind noch ein bisschen am Einstellen. Das ist mir eigentlich viel zu tief. Ich will nur oberflächlich Pflanzenteile zerschneiden. Das ist so ein bisschen der Punkt. Da hat die Kleiden halt Probleme. Zum Beispiel die hier, wenn die quer kommen, sich vorlegen und nicht zerschnitten werden. Dann machen die Probleme, unten war ein bisschen Wildschaden. Idealerweise wäre jetzt hier eine Messerwalze gewesen, sage ich euch ganz ehrlich, das hätte absolut gereicht. Mulchen, nein, weil es geht um die Pflanzen, die auf dem Boden liegen, die da unten so sind. Und ja, hier wäre es kein Problem, hier hätten wir ohne Probleme rein drillen können. So wie hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Ich meine, wir haben ein bisschen Erdbewegung, unser Boden ist halt leicht. Ja, aber wir haben hier das Material noch unter Oberfläche. Vielleicht noch müh flacher und müh schneller. Und dann, glaube ich, sieht das ganz gut aus. Also ich will ruhig Pflanzenteile an der Oberfläche haben. Wie gesagt, das ist einfach ein Kompromiss. Ich habe nur mal keine Messerwalze. So sieht das jetzt nach dem Maisschneidwerk aus. Also mir gefällt sehr, sehr gut, wie das aussieht. Wir hatten letztes Jahr deutlich mehr Probleme mit den Stoppeln. Und ja, wenn man hier mal guckt, wenn wir jetzt mal hier gucken würden, auch die Schneidwerksverluste, also hier liegen keine Körner, ne? Hier ist genau aus der Reihe, hier ist genau da, wo wir pflücken. Da haben wir ein Körnchen. Da ist ein Korn, da ist ein Korn, da ist ein Korn. Also jetzt nicht die Masse. Hat gut funktioniert. 40 Hektar stehen ja noch, die waren noch nicht reif. Und das sind natürlich auch hier Stängel, ne? Also die muss man schon mit sie ansprechen. Das sieht man, die haben auch noch weiße Wurzeln drin. Das heißt, die waren noch bis zum Ende im Gang. Auch das ist noch weiß. Die sind jetzt nicht abgestorben. So wäre natürlich ideal, weil die sind dann auch... Zack, brüchig. Aber grün, nix, brüchig. So, da. Und das ist dann da ähnlich wie Raps. Also, wenn das reif ist, beziehungsweise jetzt im Frühjahr, könnten wir hier ohne Probleme Strip-Till machen. Das ist ja so weich, man hört das ja auch schon, wenn der Schaum dann hier weggeht, dann ist das so extrem brüchig, habe ich schon brüchig gesagt, dann macht das gar keine Probleme. Und auch hier, man sieht keine Köpfe, die irgendwie runtergefallen sind, keine Pflanzen, die rumgedrückt sind. Da vorne standen welche, aber nur, weil Hannes den Autopilot so ein bisschen schräg reingedrückt hat. Ich bin zufrieden. 4,2 Tonnen auf dem Hektar haben wir hier geerntet. Also wir haben etwas mehr geerntet als das, was der Mähdrescher angezeigt hat. Aber das ist immer etwas Positives, das ist immer eine positive Überraschung. Wenn man dann immer das sich anguckt, was man tatsächlich geerntet hat, da ist ein Regenwurm. Direkt in der Wurzel. Natürlich könnte man jetzt hier auch mit einer Novak direkt drillen. Wir haben aber keine Novak. Und auch die Jungs meinten eigentlich, lass das mal so, wie es ist. Wir machen mal nur mit der Scheibenecke. Wir machen mal nur mit der Kleiden. Also sie sind da auch mutig. Also ich glaube, sowas ist ohne Probleme, wird hier durchgeschnitten. Man hört es ja schon. Das bricht einfach durch, ne? Genau, aber wir wollen hier keine großen Haufen heute schieben. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir schneiden das vorweg weg. Ja, das ist erstmal der Plan für heute. Wir drillen jetzt als erstes Dinkel Sorte Frankentop. Ich bin da auch noch ziemlich neu, 180 Fesen. Das ist so ein bisschen das, was mir empfohlen wird. Dinkelanbau habe ich selber noch nie gemacht. Müssen wir uns ein bisschen ausprobieren. Also hier kommt Dinkel her, dann nochmal Dinkel, dann haben wir Emmer, dann haben wir
Hartweizenruhe, Moment, Telefon. So, wir sind gerade schon dabei und drehen die Maschine ab und füllen nochmal auf. Aber eins will ich euch zeigen. Das ist der Dinkel. Das ist so ein bisschen die Problematik. Das ist in den Spelzen wird das noch gedrillt. Und das ist Emma. Und Emma an sich ist schon eine richtig runde Sache. Das rutscht schon richtig. Aber Dinkel ist ein Teufelszeug. Das ist so groß und kantig, dass das für ziemlich viele Drillmaschinen eine Problematik ist. Und gerade dieses hier. Hier diese langen Komponenten, die sorgen ja dafür, dass sich das so ein bisschen alles verkeilt und verrutscht. Und da hören wir uns gleich mal von Sebastian an, was so die Problematik dabei ihrer Drillmaschine ist, beim Dinkel. So, dann sage ich nochmal zu dir, willkommen im Norden. Wir haben auch heute nordisches Wetter, ne? Ja, super, ja. Aber du kommst aus dem südlicheren Deutschland, ne? Naja, aus dem Rheinland, zwischen Köln und Düsseldorf. Eigentlich ist alles unter mir Süden. Okay, ja dann. Also da hinten fängt schon Süden bei mir an. Fast Bayern. Und alles in Schleswig-Holstein sagen die auch alles unter. Also für Schleswig-Holstein bin ich ja auch Süden. Ja, dafür haben wir ja Verstärkung aus Holstein mitgebracht. Genau. So, wir haben ja das ja heute, wir machen das ja so, wie man das als klassischer Landwirt macht. Also ich habe dir ja nicht Bescheid gesagt, dass wir Dinkel drillen. Das habe ich euch heute Morgen. Gestern Abend habe ich dir das gesagt. Dir habe ich das heute Morgen gesagt. Und so macht man das als klassischer Landwirt im Prinzip. Man probiert 1-2 Hektar aus und dafür möchte man ja nichts an seine Maschine umstellen. Ja. Welche Schwierigkeiten hatten wir jetzt heute Morgen? Wir hatten Schwierigkeiten, wie zu erwarten ist, wie jede Drillmaschine irgendwo Schwierigkeiten mit Dinkel hat. Ja. Genau. Naja, das Problem mit dem Dinkel ist halt einfach das Volumen und durch die Fäsen setzt er sich halt an jeder Kante irgendwo fest. Wir haben dafür die Möglichkeit, hier einen Fuß zu tauschen, also den Verteiler hinterm Sächer. Da hatten wir natürlich jetzt den passenden offenen für einen Dinkel nicht mit. Mhm. Haben es dann mit dem Standard probiert, was dann, wie zu erwarten war, nicht funktioniert hat. Und dann haben wir ein bisschen getrickst. Okay, ich zeige euch nochmal die Problematik. Hier ist ja, sag ich mal, das Gänsefußschar. Und dann ist ja hinten hier so die kleine, das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Schafbeinchen oder so, ne? So eine Schafklaue. Und hier unten, Leute, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht. Guck mal. Da unten ist das geschlossen in der Mitte, ne? Und ihr habt dafür ein Schar, was da offen ist. Ja, genau. Du kannst im Prinzip den Splitterboot Verteiler tauschen und einen offenen nehmen. Der hat dann quasi diese Teilung auf zwei Bänder nicht und bläst dann quasi über die ganze Fläche. Genau. Und das war auch die Problematik, die wir dann hatten. Also genau da hat es dann auch gestockt, ja, wie wir sehen konnten nach einer Bahn. Genau. Ich hatte heute Morgen auch das Szenario schon gedanklich durchgespielt und habe aber heute Morgen, weil ich das aus dem letzten Jahr kannte, habe ich gedacht, naja, dann machen wir es ganz einfach, dann machen wir es hier beim Unterfuß mit ran. Aber diese Maschine hat es leider nicht, aber das wäre eine Alternative. Diese Maschine hat aber was anderes Nettes. Die hat, die hat hinter jedem hier so einen kleinen Streukopf dran. Und da haben wir es drauflaufen lassen. Genau, also die Maschine hat noch keine Unterfußeinrichtung, weil die erst relativ spät zu uns kam, allerdings dafür eine Saatbanddüngung. Da kann man ja normalerweise hier den Schlauch dann umstecken, je nachdem, wo man es haben möchte. Und wir hätten jetzt quasi die Variante gehabt, den Verteiler rauszunehmen, was dazu geführt hätte, dass das Band zu schmal wird, dass die Verteilung über die Fläche zu gering ist, und sind dann jetzt hingegangen und haben das Ganze hier über die Saatbanddüngung quasi eingestreut. Genau. Und ich habe das mal als Video aufgenommen. Ihr könnt das mal von oben euch mal angucken. So. Und da müsstet ihr eigentlich sehen, ob das nun am Ende funktioniert. Und das hat wirklich gut funktioniert, muss man jetzt sagen. Also ich glaube, ich hätte mit meiner Tigerdrill tendenziell mehr Problematiken bekommen, weil ich kann nicht einfach irgendwie den Durchgang da erhöhen oder... Also vom Prinzip her ist Dinkel hiermit auch kein Problem, weil wir überall 38 mm Schlauchdurchmesser haben und eigentlich auch über das ganze System keine Ecken und Kanten, wo der sich sonst aufhängt. Bis auf unten den Splitterfuß. Ne? Das ist beim Dinkel leider ein Problem. Für alles andere sollte es gehen. Genau. Aber viele haben ja Probleme im Tank, dass es nicht rutscht. Da kann ich euch beruhigen. Da zeigen wir auch gleich nochmal die Slow-Mo vom Emma. Oder die Slow-Mo nicht, das Timelapse vom Emma. Das funktioniert wirklich hervorragend. Wir standen da eben oben drauf, haben das uns angeguckt. Das rutscht wirklich. Da ist gar keine Brückenbildung, gar nichts. Ist auch ein Mordstank, ne? Wenn ihr es bedenkt, 5.500 Liter, wir müssen einmal noch, ich muss euch einmal das noch zeigen, und zwar, mir wird sogar die Leiter runtergeklappt,
die Prinzessin davor steigen. Und zwar, wir haben jetzt immer drinne für... Oh, ich habe jetzt mehr erwartet, ganz ehrlich, an Liter. Voll, der Tank ist wirklich zu groß. Das waren jetzt 1,5 Paletten Emma. Das ist für 2 Hektar dieser Riesen. Also das sieht nach wenig aus, aber es ist ein Riesenberg da drin. Ich würde sagen, das ist ungefähr ein Big Bag wie Weizen. Genau. Hier wäre es, als wenn es leer wäre. Da ist es jetzt drin. Und ihr seht ja selber. Genau. Wir drillen jetzt, was haben wir gesagt? 150 Kilo davon und das ist super leicht. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Oder? Ja. Attacke. Attacke. Ja, fangen wir los. So, wir wurden hier, professionell wurde das hier schon mal alles vorbereitet. Ich habe da mal was gebuddelt. Und wir haben da mal was gebuddelt. Also, so sieht die Ablage jetzt aus hier. Das ist ganz gut, das ist so ein bisschen Running Gag in den letzten Folgen geworden. Ich habe immer nach Saatgut gebuddelt, ich habe immer nichts gefunden. Beziehungsweise schwierig. Was ich aber, da empfehlen kann, ist Mais. Wenn du Mais damit gedrillt hast. Ja, Mais ist hervorragend. Erbsen, sehr gut. Ja, das geht noch. Ackerbohne. Aber wir hatten letztens Raps-Einzelkorn und erdfarbiges, so weinfarbenes Saatgut. Ja, schön. Das macht dann richtig Spaß. So, wir sind so, ich sag mal, 2 Zentimeter tief, würde ich sagen, wa? Wenn man das hier so sieht, ja, 2 würde ich sagen. Hier sieht man den Lockerungsschlitz, den wir ja haben. Hier sieht man sogar noch, wie die Wurzeln an der Seite rauskommen. Vom ehemaligen Sonnenblumen hier. Und hier liegt dann das Saatgut. Aber alles so, wie wir das letztes Jahr auch gesehen haben. Was sehr, sehr zufriedenstellend war, muss man sagen. Und weißt du, was der größte Unterschied ist, Clayden zu Tigerdrill? Wir konnten einfach mal 2 Wochen früher Geras drauf fahren. Ja, weil du halt die Struktur erhältst, ne? Genau. Also der Boden war unfassbar tragfähig und wir waren 2 Wochen früher fertig. Wir hatten viel kaltere Bedingungen dadurch. Also die Bedingungen fürs Gerstausbringen waren besser. Ja. Man hat weniger Verluste dadurch. Tragfähig und man hat hinterher auch gar nichts gesehen, dass man da gefahren ist. Man hatte noch nicht mal einen Stollenabdruck. Ja, und das im ersten Jahr. Und das im ersten Jahr. Kannst du mal sehen, was ich für ein geiler Dude bin und ich hier schon für eine Böden habe? Ja, nein, aber der Effekt wird natürlich über die Zeit noch viel intensiver. Genau. Ja. Definitiv. Die Böden haben ja nachher ihre eigene Porigkeit. Ja. Das ist ja auch das, was die Direktseher halt berichten, dass du halt viel, viel tragfähigere Böden hast. Ja, genau. Genau. Die Struktur baut sich auf, die Bearbeitbarkeit wird besser, beziehungsweise also der Boden, der fällt einfach anders. Das sieht man gerade in, naja, also auf dem Marsch zum Beispiel oder überall, wo du viel Ton und Lehm hast. Weißt du, woran das liegt? Man häuft die Organik an der Oberfläche an und durch die Organik wird das Porenverhältnis besser und dadurch fällt der Boden besser. Ja, genau. Kleiner Funfact, Leute. Dadurch wird es besser. Und dann sagen ja viele Leute... Wasserhaltevermögen. Und viele Leute sagen eben, die Organik muss nach unten gepflügt werden und so. Das ist totaler Blödsinn. Das gibt es in der Natur auch nicht. Niemand bringt Organik in Massen nach unten. Das machen Regenwürmer, aber die machen das gezielt und schichtweise und der Boden von alleine so wie das muss. Und vor allen Dingen übers Jahr verteilt. Na? Absolut, nicht stoßweise in einer gigantischen Menge in Schichtweise. Also ein Pflug legt es ja quasi in so einer Schicht, wenn es näher geplättet ist, liegt ja das Stroh drinne. Das ist ja wie eine Sperrschicht. Sperrschicht, genau. Gut, wir gucken mal jetzt, dass meine GoPro zurückkommt, damit ich noch wieder ein paar Aufnahmen machen kann. Die ist ein bisschen weiter weggefahren. Da hinten fährt sie. So, in der Kabine angekommen. Wir fahren jetzt hier entspannte 12 km/h. Man muss sagen, der Trecker macht das wirklich sehr, sehr entspannt. Der 39 hatte letztes Jahr definitiv mehr zu kämpfen. Man muss aber sagen, hier ist Akku getauscht, weiter geht's. Also man muss jetzt hier sagen, der hat hier ein bisschen leichteres Spiel, weil der obere Bereich ist vorgelockert, das macht einen Unterschied und der Boden ist leichter. Der Fendt 39 hatte da andere Bedingungen, da wo er gefahren ist, da hinten war das, in der Himmelsrichtung. Nichtsdestotrotz, vom Gefühl zieht er gut. Und wir hatten ja damals einen 830 Axion, der hat auch bombig gezogen. Also Axion ziehen. Also das ist ja auch, ich glaube, das stellt inzwischen keiner mehr in Frage, dass die Dinger auch gut ziehen. Ansonsten, ja, wenn man jetzt mal wieder hier drinnen sitzt. In der Bedienung sind die auch schon weit vorne. Man muss sagen, ich mag wirklich diesen Griff und ich liebe diese Bedienung. Habe ich noch nie in einem Video gesagt, dass ich irgendwas liebe, außer meine Frau. Klaas, fühlt euch geehrt. Also diese Art dieser Bedienung des Terminals, also einfach Hydraulik antippen, zack, irgendeinen Regler ändern, Aufträge verwalten, das ist sowas von gut.
Das ist für mich das beste System auf dem Markt, weil das jeder versteht. Du kannst hier jeden raufsetzen. Nein, nicht jeder versteht's. Aber es ist schon sehr, sehr einfach zu verstehen. Und das ist, finde ich, genial. Du wirst hier die... Was haben wir denn hier eigentlich? Ach, die Motordrückung verändern. Ich wollte gerade hier die Motordrückung verändern. Motordrückung, zack, kannst du einfach alles machen. Drehst die Regler, das ist genauso genial wie beim Häcksler. Und jetzt gibt es dieses Art des Systems auch fürs GPS. Das C-MIS, das ist C-BIS mit B, C-MIS-Terminal. C-MIS-Terminal habe ich letztes Jahr im Trion schon gefahren, in der Vor-Vor-Serie. Ich weiß gar nicht, ob das die aktuelle Serie ist oder auch Art-Vor-Serie. Aber ansonsten auch hier dasselbe. Du hast hier oben dieses Menü und dann suchst du dir einfach aus, was du machen willst. Du wirst eine Gerade erstellen, du wirst eine AB-Kontur fahren, Feldgrenzen erstellen. Bam! Du wirst die Spur verschieben. Ich meine, wie einfach soll es sein? Ja. Hier oben hast du dann noch mehr. Da hast du alle Einstellungen. Deine ISOBUS-Einstellung, gehst rauf, zack, ISOBUS. Was wir übrigens auch hier ISOBUS fahren könnten. Du hast dein Auftragsmanagement, deine Task-Data, GPS, deine Kartierung. Hier, Feldname. Kannst du einfach alles aus antippen, grenzen, lenken. Also das ist diese Art des Systems, wie das gestaltet ist, das ist so genial, weil das so einfach ist. Also ich hatte jetzt noch nicht viel mit dem Terminal zu tun. Ich habe letztes Jahr im Trion damit gearbeitet und ich habe heute damit gearbeitet. Und ich verstehe es einfach, sofort, wirklich sofort. Weil all das, was du verändern willst, kannst du hier machen. Und das ist super einfach. Wenn hier ISOBUS wäre, würdest du hier auf ISOBUS tippen und dann wird er die ISOBUS anzeigen. Oh, falsche Taste. Da müssen wir drücken, Hannes. So, dieses Terminal ist im Prinzip von Kleden. Das Ganze kann auch ISOBUS, aber sie haben sich jetzt dafür entschieden, das dieses Mal über dieses Terminal zu fahren zu lassen. Ja, kann man machen, wie man will. Habe ich letztes Jahr ja schon erklärt, ist im Prinzip einfach gehandhabt. Und man muss sagen, jetzt habe ich ja noch ein paar Drillmaschinen schon ein bisschen über die Tage jetzt hier erleben dürfen. Kleden hat mit Abstand eins der einfachsten Abdrehsysteme. Das heißt, du stellst einen Eimer unter. Gut, da ist ein Kritikpunkt. Sie haben immer noch nichts, was man da anhaken kann. Du stellst einen Eimer unter, drückst eine Taste, kannst vordosieren, so lange wie du willst. Dann kippst diesen Eimer aus. Dann stellst du den nochmal unter, drückst auf Dosieren, bis du meinetwegen sagst, der Eimer ist voll. Und er erkennt jedes Mal, dass automatisch hier das abgedreht wird. Das heißt, da öffnet sich ein Fenster. Da tippst du deine Kilos ein, fertig. Und das ist genial, weil du musst nicht irgendwie ins Terminal erst in die Kabine reingehen. Dann wählst du irgendwie Vordosieren aus und gehst noch hin. Dann machst du wieder leer, dann kippst du wieder zurück. Klar gibt es Hersteller, die machen das, da startest du nur das Programm abdrehen und kannst sozusagen einen bestimmten Intervall abarbeiten. Aber hier ist es schon sehr, sehr einfach, muss man sagen. Also hier ist mit das einfachste Abdrehen mit auf dem Markt. Natürlich, wenn man jetzt die Einzelkorn-Sägeräte mal außer Acht lässt, wo man einfach nur eine Anzahl von Körnern eingibt, ist das hier ein gutes System. Ist ja ein gutes System. Und was auch hier der Punkt ist, was mich irgendwie fast noch wieder für die Kleden begeistert, ist einfach, sie ist flexibler. Also ihr wisst ja von meinen ganzen Sonderkulturen, von dem Laiendotter, von dem Drachenkopf und, ne? Das sind ja Kulturen, die teilweise auch ein sehr, sehr feines Saatbett benötigen und eine feine Ablage. Und da ist es so eine Frage, wie viel Pionier willst du sein? Also klar, Direktsaat wird schon gemacht in Deutschland, na klar, absolut, das funktioniert auch. Ja, aber Direktsaat mit iberischem Drachenkopf, versteht ihr? Wir müssen uns ja erstmal eine Basis erarbeiten. Das heißt, okay, wir wissen, wie der Anbau von iberischem Drachenkopf funktioniert. Oder Schwarzkümmel in meiner Region. So, und wenn wir das haben, dann können wir auch sagen, jo, jetzt probieren wir das mal in Direktsaat. Jetzt wissen wir, kennen wir die Pflanze, jetzt kennen wir die Stellschrauben. Jetzt wissen wir, wenn sich die Pflanze so oder so verhält, woran kann es liegen. Da sind wir aber noch brutale Neuanfänger. Also nicht, dass ich jetzt sage, das wird nicht funktionieren. Doch, doch, das wird wohl funktionieren. Aber man muss immer irgendwo anfangen. Ja, einen kleinen Haufen geschoben da. Und diese Kleben hat natürlich auch ein paar Vorteile. Ich habe das vorhin schon ein bisschen durchgequatscht. Wir können halt auch, wenn es eine ist mit zum Beispiel drei Saattanks. Die hat jetzt hier zwei drauf, aber es gibt die auch mit drei. Wir können jetzt auch zum Beispiel sagen, da wo der Unterfußdünger läuft, da drillen wir die Erbse. Dann haben wir da, wo die Hauptkultur läuft, wo jetzt der Weizen rauskommt aus den Scharen, da drillen wir den Hafer. Und hinten aus den Rohren raus,
drillen wir den Leindotter. Dann haben wir ein schönes Gemenge, wo jeder seine perfekte Saatgutablage hinbekommt. Die Erbse möchte möglichst tief, Hafer möchte so 2 cm. Da war ja ein komischer Sprachfehler. 2 cm und der Leindotter möchte möglichst flach 1 cm bis 0,5 cm oder vielleicht sogar obendrauf liegen. So haben wir auch die Möglichkeit, Gemenge und auch die richtige Dosierung von diesen Gemengen zu erreichen. Weil das Problem ist auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir mischen uns dieses Gemenge, wir mischen das alles zusammen, dann haben wir so unterschiedlich große Komponenten, dass sich das entmischen wird. Das heißt, automatisch wird der Leindotter über das Vibrieren unten zwischen den Erbsen sich schieben. Die Erbsen werden nach oben wandern, der Hafer wird wahrscheinlich auch aufschwimmen. Aber das sind die Problematiken, die wir so haben. Das kann der Novak natürlich auch. Der Novak kann auch den Leindotter oben drauf, rechte Haiflosse, das eine Saatgut, linke Haiflosse, das andere Saatgut. Oder der vordere Balken tief für die Erbse, hinten flach für den Hafer. All das geht da genauso gut. Also, bin da noch sehr, sehr hin und her gerissen. Ich will da in irgendeine Richtung mich bewegen, ich will mich verändern, aber ja, es ist eine schwierige Herausforderung, definitiv. Na klar, die Kleen macht natürlich deutlich mehr Erdbewegung. Deutlich mehr. Ich weiß noch nicht. Tee trinken und abwarten. Tee trinken und abwarten. So, was wollte ich euch noch erzählen? Sonne scheint. Ihr könnt, genau, wenn ihr ab jetzt Merch, da könnt ihr auch schon im Vorfeld. Ich glaube, dieses Video hat ungefähr eine Woche Delay. Wir haben heute den 25. Oktober, es ist Dienstag. Wenn ihr jetzt übrigens Merch bei uns bestellt, Hanni hat Merch an, mit einer Ehre drauf, zack, dann drucken wir den auch alleine. Und die Tage werde ich euch auch da die Druckstrecke nochmal zeigen und nochmal vorstellen. Und in Sachen Qualität finde ich es sehr, sehr geil. Ich finde es gelungen. Das DTF-Verfahren, Direct-to-Film, ist eigentlich momentan der angesagte Shit. Aber nun ja, so viel dazu. Sorte, die wir jetzt aktuell drillen, ist LG Informa. Sorte, die auch dieses Jahr geerntet, sehr, sehr gut performt hat. Hat den absoluten Spitzenertrag gebracht mit über 9 Tonnen, mit 9 Tonnen auf mehr. Nee, 9 Tonnen hat es den Durchschnitt. Der Durchschnitt war nicht 9 Tonnen, Hannes. Ich glaube, der war 7,7. Ist egal. Der Sandberg hat uns reingerissen, aber auf jeden Fall ein Einzelehrentyp, der hier sehr, sehr gut zum Standort passt. Weil man hat dann halt nicht wirklich sehr, sehr viele Pflanzen, die man jetzt hier auf einen Quadratmeter ernähren muss, sondern der schafft halt auch mit 400, 500 Pflanzen auf einen Quadratmeter Bombenerträge, weil er das aus der Ähre macht, aus den Kornzahl pro Ähre und aus der Masse der Körner. Also wie schwer ist letztendlich ein Korn? Ansonsten haben wir gedrillt. Da vorne ist nochmal eine neue Sorte von LG. Optimist heißt der. Habe ich Sackware bekommen zum Ausprobieren. Dahinter kommt dann Hartweizen-Durum von IG Saatzucht, ne? Und die anderen auch. Dann haben wir Emma. Einmal den roten Haarfelder, glaube ich, hieß der, und den Ramsee. Und dahinter kommt Dinkel Frankentop. Genau, das sind jetzt die Sorten, die wir hier so ein bisschen ausprobieren. Eigentlich da oben ist eine Straße, ist ganz, ganz geil gelegen eigentlich für Versuchsfelder. Und da müssen wir mal gucken, was wir draus machen. Der Hartweizen ist eigentlich eine geile Sache für Nudeln, für Hartweizengrieß. Hartweizenmehl zeichnet sich aus durch sehr, sehr gute Klebeeigenschaften. Hartweizenmehl ist sehr klebrig, weil er einen sehr, sehr hohen Proteinwert erreicht. Und schade, dass er es vorhin nicht mehr gefilmt hat. Das Saatgut, also der Weizen sieht verrückt aus. Der sieht so richtig gläsernd aus, so richtig wie geschälter Weizen irgendwie. Da fehlt so richtig die Schale, der sieht verrückt aus. Sehr, sehr schwer, aber zeige ich euch nächstes Jahr bei der Ernte dann. Wohl hoffentlich. Genau. Und jetzt machen wir im Prinzip den Standardweizen hinterher und dann ist das auch hier der letzte Weizen für dieses Jahr. Ich wollte ursprünglich noch da, wo ich euch letzte Woche die 18 Hektar Sonnenblumen gezeigt habe, wollte ich auch eigentlich noch Weizen hinnehmen und habe mir aber gedacht jetzt, ich lasse auch das noch offen für die zukünftigen Anbau. Da wird die Färberdistel und Hanf ganz gut hinpassen, jeweils 9 Hektar. Bis jetzt haben wir ja nur den Leindotter als Öl verkauft und der kommt mega bei euch an.
So schnell, dass er halt, ich sag mal, in erster Linie schon mal ausverkauft war. Wir haben jetzt noch einen kleinen Teil zurückgehalten fürs Weihnachtsgeschäft, weil wir Probierpakete machen wollen. Und was bringen die Probierpakete, wenn wir am Ende nur noch Raps und Sonnenblume haben zum Probieren? Nicht viel, ne? Nicht viel. Und deswegen haben wir dann einen Teil zurückbehalten, damit wir es in den Probierpaketen reinbekommen. Dann kommt davon wahrscheinlich 10 Hektar. 10 Hektar Leinendotter schon alleine. So, und was, also ich sag mal so, wenn das so weitergeht und auch der Hanf gut gekauft wird, und dann brauchen wir auch 10 Hektar Hanf, dann brauchen wir auch, ja, 10 Hektar Färberdistel. Ist auch ein total geiles Öl. Junge, das schmeckt wie Vollkornbrot. Habt ihr schon mal Öl probiert, was wie Vollkornbrot schmeckt? Das ist verrückt. Das ist verrückt, dass Öle wirklich, naja, zum einen nach dem schmecken, was sie sind. Also auch ein Raps und eine Sonnenblume schmecken halt nach Raps und Sonnenblume. Aber das, ein Hanf schmeckt auch zweifelsohne nach Hanfkörner, wenn man weiß, wie die schmecken. Dass eine Färberdistel schmeckt wie ein Vollkornbrot. Also das Leinendotter schmeckt wie grünes Pesto, wie Spargel, wie Gemüse, wie, schwierig zu beschreiben. Auch jeder, der das sagt, ist schwer zu beschreiben, aber schmeckt wahnsinnig gut. So, ja, das heißt, ja, stellt euch mal vor, dann brauchen wir 10 Hektar Färberdistel, 10 Hektar Hanf, 10 Hektar Leinendotter. Drachenkopf, 4 Hektar nach wie vor, weil das ein Risiko ist, das anzubauen. Das wird mir vielleicht nicht gelingen. Schwarzkümmel, 4 Hektar. Dann haben wir schon mal 38 Hektar. So, was haben wir denn noch gehabt? Soja würde ich nach wie vor probieren. Ich möchte das Sojaöl haben. 5 Hektar. Denn Blaumohn soll mit reinkommen. Da muss ich jetzt über den Winter erstmal einen Antrag stellen bei der Opiumstelle, glaube ich, ist das Opiumamt, Opiumstelle, dass ich den überhaupt anbauen darf. So. Und so hat man sein Schaffen, Leute. Senf soll mit reinkommen für Öl. Also, das kommt gut an. Und das macht auch Spaß, das zu verkaufen, weil sich das wirklich komplett vom Markt abhebt. Also es schmeckt wirklich komplett anders als das, was man im Laden kaufen kann. Und das, glaube ich, merkt ihr, das merken die Leute. Und das macht auch einfach Spaß, ein Produkt zu verkaufen, wo es auch in erster Linie nicht um den Preis geht, sondern um Geschmack. Und das stört mich dann auch nicht, dass es nicht die wirtschaftlichste Kultur auf dem Acker ist, aber dass man im Gesamten ein geiles Produkt macht. Versteht ihr den Grund? Ich kann natürlich 500 Hektar Weizen hinballern, verdiene gutes Geld und im Nachgang ist da aber nicht mehr viel los. Gut, ja, ich könnte Mehl verkaufen, Brötchen backen, weiß der Geier. Ne? Aber für Zukunft. Aber die Sache mit dem Öl, das ist wirklich was Geiles. Weil ich das selber auch nicht in rauen Mengen konsumiere, aber weil ich das selber auch zu Hause regelmäßig verwende. Also zum Braten nehme ich nur noch unser Rapsöl. Für Salate nehme ich je nachdem Rapsöl oder Leinendotter. Ich habe selber die neuen Öle noch nicht zu Hause. Die haben wir jetzt aber auch gepresst. Wir sind jetzt am Vorproduzieren. Lein, also Öllein sind wir jetzt ganz normal beim Produzieren. Und da warten wir. Wir warten halt auf die Beprobung, dass wir die Bewertung bekommen. Die Analyse, sodass wir es auch verkaufen dürfen und können. Und das ist, ja, das macht einfach Spaß so, weil du hast Ideen und du hast eine Möglichkeit, dich zu verwirklichen und zu gestalten. Und das ist eigentlich das, was ich an meinem Job, ich bin ja nicht nur Landwirt, ich würde ja sagen, ich bin Unternehmer, was ich daran mag einfach, dass du diese Ideen verwirklichen kannst. Du fängst klein an, ne? Von irgendeiner Idee, dann machst du das nächste, dann baust du es auf, dann kommen die ersten Probleme, logistische Probleme, andere Probleme, musst du abarbeiten und so. Und das ist einfach das, was so Spaß macht. Das macht mir Spaß. So. Das macht einfach Spaß, Leute. Auch das hier, guckt euch das an. Wie geil der Himmel ist. Wer an Sonnenabenden manchmal nicht selber am Trecker sitzt als Betriebsleiter, weiß ich nicht, der fühlt die Landwirtschaft einfach nicht. Ist einfach schön hier, ey. Aber man muss sagen, man ist ja auch froh, dass die Saison langsam dem Ende zugeht. Wir haben noch Körnermais, wir haben noch einen Teil Sonnenblumen, 40 Hektar Sonnenblumen. Körnermais ist noch alles da. Und ich werde danach nichts mehr machen. Ich wollte ursprünglich noch mal danach vielleicht einen Weizen mit der Novak drillen, weil viele das von euch gefragt haben, die würden das gerne sehen. Aber ich habe da einfach keinen Bedarf, muss man so sagen, wie es ist. Ich habe da die Fläche in erster Linie voll. Ich habe genug Weizen jetzt.
Und ja, da müssen wir im Frühjahr gucken, was wir machen. Wenn nicht, sag ich mal, wenn wir das nicht mit dem Ganzen brauchen, dann können wir halt ein bisschen mehr Körnermais machen. Oder, ja, weiß der Geier, mal ein bisschen mehr Silomais. Preise sind da auch Bombe momentan wieder. Also auch in unserer Region kann man Ware jetzt für 60 Euro die Tonne verkaufen. Silierte Ware natürlich, das ist natürlich ein sahniger Preis. Ne? Man muss natürlich vorher irgendwo und irgendwie das immer lagern, aber das ist ja eigentlich kein Problem. So, ich glaube, das war's in dieser Folge. Morgen drillen wir in der nächsten Folge dann zu Ende. Können wir uns dann nochmal raus in die Saatgutablage angucken, obwohl wir uns die das angeguckt haben, aber wir können es ja nochmal machen. Und dann, glaube ich, haben wir es schon abgegriffen. Ach so, ein Thema haben wir noch. Ich wurde gefragt, Moment, ich gucke auch mal, ob der Ton noch da ist. Ja. Ich wurde gefragt, zum einen um die Vloglänge. Zum einen ist das keine Absicht, wann ein Vlog 20, 25, wann der 50 Minuten ist. Vlogs geschehen, wie sie geschehen. Also, es ist keine Planung. Also, ich weiß im Hinterkopf ungefähr, was sein könnte an Zeit und was noch reinpasst und was nicht. Und die Vlogs müssen auch irgendwie thematisch zusammenpassen. Aber jemand hat gefragt, warum man denn jetzt keinen Sommerweizen anbaut. Man kann doch jetzt eine Zwischenfrucht machen und dann lieber einen Sommerweizen anbauen. Hat mehrere Gründe. Einmal ist der Winterweizen in unserer Region einfach im Ertrag im völlig anderen Level unterwegs. Also wirklich in einem abartigen anderen Level unterwegs. Weil er einfach mehr Vegetationszeit hat. Also er hat ja nun mal länger Zeit zum Wachsen. Und zum anderen ist es ja so, wir sind ja relativ weit im Norden fortgeschritten hier schon in Deutschland. Und da ist es einfach so, ja, wie ist es denn, Hannes? Junge, wie viele Steine liegen denn hier, Alter? Was ist denn hier kaputt? Und vor allen Dingen, warum liegen die da? Hier waren Steinesammler unterwegs. Aber seht ihr, ne? Kläden kann er durch und legt die Steine nur ein bisschen von A nach B. So, was wollte Hannes erzählen? Sommerweizen. Und zum anderen Thema, das heißt, wenn wir hier nochmal eine Zwischenfrucht drillen würden, dann wird die nicht größer als so werden. Und eine Sommerung, also ein Sommergetreide, drillt man eigentlich in der Regel so früh wie möglich. Ende Februar, wenn es passt, ansonsten Anfang März. Das heißt, da wächst auch nichts mehr. Das heißt, da passiert schlichtweg nichts mehr. Das macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. So, Leute, jetzt aber. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr könnt auch mal sonst Fragen reinschreiben, die wir mal in den Videos erörtern. Ich nehme eigentlich immer so Bezug auf eure Fragen und verpacke die eigentlich immer mit in den Vlog. Das heißt, ich lese mir wohl jeden Kommentar von euch durch. Wirklich jeden Kommentar lese ich mir durch. Auch die, wo ich denke, Alter. Und beantworten ist natürlich schwierig. Das schaffe ich nicht mehr. Aber ich versuche, die interessanten Fragen in den Vlogs mit aufzugreifen und da eine Antwort. Entschuldigung. Da eine Antwort drauf zu geben. Alles klar, Leute. Bis in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.